Like a Eggman. So, machen wir den hier. So, wie war das jetzt hier mit dem Bekämpfen? War das so wie die kleinen Roboter? Nö. Oh Gott, ich überlege gerade echt, wie war das? Dass wir dem Schaden machen können. Nicht, indem wir da einfach gegenspringen. Ja, 300.000 Sachen später. Du kommst nicht dazu, aufzustehen, weil du erstmal 3 Stunden liegen bleiben musst. Natürlich. Ah, naja, irgendwie wird das schon. Ja, komm, Raketen, wieder toll und so. Ey, das hat mich gar nicht erwischt. Oh, naja. Irgendwie kriegen wir schon gebacken. Ja, alle sagen, take this, take this. Sollst ihn hier schon attackieren, ne? Oh, ich habe ihn einmal getroffen. Wow. Bin voll von den Socken. Weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, ich habe den damals größtenteils... Ah, doch, wir können auch Schaden auf das Schild machen. Genau. Habe mich schon gewundert. Irgendwie ging doch mal das Schild weg. Aber man lässt sich ja auch einfach von allem hier attackieren. Das ist schlimm. So. Jetzt Z-Attacke hier, damit wir mal ein bisschen Schaden machen. So. So weit, so gut. Dann ihn nicht treffen, das kann ich. Da. Geh mal hoch hier. Kamera. Kamera. Danke. Ja, und dann macht er hier seinen Charge. Das ist das, was ich meinte, wenn du zu weit weg bist. Und dann spielt die Kamera nicht mit. Und dann kannst du die Kamera nicht drehen. Das ist ein Traum. Einfach nur ein Traum. Nein, und dann fällt sie erstmal runter, weil er wieder zu langsam ist. So ein scheiß Bossgegner. Früher habe ich den in 0, nichts zerlegt. Heute habe ich damit irgendwie voll die Probleme mit. Ich verstehe es gerade nicht. Vielleicht auch einfach nur bei PC-Version. Ich weiß nicht. Kann aber natürlich sein. Ja, da. Oh, ist knapp. Wir müssen in die Stromdinge da reinlaufen. Gute Idee. Ja. So, gib mir mal aus dem Weg hier. Oh, ich weiß doch nicht, wie ich ihn hier attackieren soll. War das mit Tails hier? Nee, damit machen wir 0 Damage. Pures Button-Mashing hier auf ihn drauf ist jetzt auch nicht so das Beste. Machen wir halt wieder die Z-Attacke. Ich verstehe es nicht. Wie gesagt, damals hatte ich damit nicht ansatzweise solche Probleme. Ich meine, beim ersten Mal durchspielen ja, aber dann halt auch wieder so gar nicht. Und dann halt diese Raketen hier sind auch ein Traum. Ja, triff nicht die Dingens hier. Gute Idee. Ja, in der Luft. Ja, willst du mich verarschen? Ich war hinter dir. Ja, die Kanone. Ach, leck mich doch. Ganz ehrlich. Ja, zeig mir, was echtes Böses ist. Du bist nicht böse, du bist einfach nur scheiße. Sorry, aber ich so. Ist nicht evil. Es ist böse. Böse Scheiße. Wie gesagt, sobald wir halt dann irgendwann mal das Schild zerstört haben sollten,
alles eine ganz andere Geschichte. So, da haben wir schon mal ein Schutzschild für irgendwann. Da haben wir ein paar Ringe. Ich zerstöre jetzt einfach mal so ein bisschen die Kanonen hier, weil die nerven. Da hat uns wieder das Ding ins getroffen, das ist gut. So, und Z. Damit er halt ein bisschen Schaden kriegt und so. So, da ist er. Er macht nun deine Raketenattacke. Trifft wieder das Ding ins Nicht, trifft mich gleich wieder in die Luft. Ich sehe ja schon kommen. Siehst du? Das ist nicht toll. Richtig, es ist nicht toll. Na gut. Schauen wir mal. Warum auch immer Tails jetzt den Luftballon da kaputt gemacht hat. Weil mich soll es nicht stören. Auf der anderen Seite denkst du einfach nur so, wow. So, zumindest ist Knuckles jetzt hier auf Maximallevel. So dass wir jetzt hier sagen können, mach den hier. Und mach mega Damage einfach nur. Einfach immer reinhalten, triffst keinen Falschen. Vorausgesetzt, du hast noch Ringe. Und Z. Komm. Go, go, go! Und immer schon weiter reinhalten. Damit du mit deinem mächtigen Erdbeben hier alles kaputt machst. Einfach mal alles. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das war's. War doch jetzt gar nicht so schwer, oder? Mission beendet. Zeit zu lange. Wir kriegen dafür nur einen A-Rang, willst du mich verarschen? Na gut, ist es halt so. Michael Bay Effekte, yay! Boy, talk about cutting it close. Not really. Come on, tell me you weren't scared. If it wasn't for us, you wouldn't have a chance. Well, maybe you're right. Thanks, Knuckles. You too, Tails. Later, guys. I'm out of here. So, und damit hätten wir das erste Team durchgespielt. Yay! Fehlen ja nur noch drei. Na gut, aber die letzten zwei gehen relativ schnell. Nur das nächste Team, Team Dark, das ist ja nochmal das Level auch schwierig sozusagen. Da werden wir nochmal ein bisschen Probleme mit haben. Aber hey! Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Wenn man 100% von Spiel... Nein, nicht 100%, aber halt... das Spiel komplett beenden will. Ist ja immer bei diesen moderneren Sonic-Spielen, muss ja mehrere Geschichtsstränge durchspielen und so was. Kannst hier auch mal wieder nicht überspringen. Von daher würde ich mal sagen, wir machen hier einfach mal einen Cut. Ne? Wir gucken uns den ganzen Abspann an, wenn es dann soweit, wenn wir es beendet haben. Also dann, bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder im Team-Auswahlmenü und jetzt nehmen wir Team Dark. Treasure!
Sealing you in this room. And you, you can't remember anything, can you? Then it settles. Now you two make up so we can start looking for Eggman together. Oh yeah, baby, this makes us a team. Die sind ja sehr begeistert. Ja, und Shadow hat halt keine Ahnung, weil wer Sonic Adventure 2 gesehen hat, weiß eigentlich, wieso Shadow jetzt eigentlich gar nicht hier sein sollte. Ja, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und ja, E123, keine Ahnung, ist halt, ich weiß auch nicht. Warning, immediate destruction if distracted. Ja, also, ist halt, frag mich nicht. Der 123. Roboter, den Eggman je gebaut hat. Und ich weiß nicht mal, ob er jetzt in sich drin auch da so ein Vögelchen hat, wie Beta, Gamma und wie sie nicht alle hießen. Also ein Spaß. Aber wer weiß, vielleicht finden wir das ja irgendwann eines Tages mal heraus, weil Omega hat auch einen weiteren Sonic-Titel, ich glaube in den für PlayStation hat er mitgespielt. Auch in Shadow the Hedgehog. Es gab ja dann zu Shadow dann ein kleines Spin-Off, wo man halt wirklich halt nur Shadow spielt und sowas. Was auch, naja, nicht unbedingt viel besser war als die Sonic Heroes von der Bugfreiheit her. Auch vom Art-Design her ähnelt es auch sehr stark Sonic Heroes, weil es auch auf derselben Engine basierte und sowas. Und obwohl es nicht die Begründung dafür, aber merkt man dann doch schon. Einfach an vielen, vielen Dingen. Aber es war sehr spaßig, auch wenn du da mit Shadow dann mit einer Waffe herum agierst und sowas. Fand ich jetzt nicht so das Optimum aller Gefühle, ne? Aber naja, man hat es ja dann doch irgendwie akzeptiert als Sonic-Fan. Was ich ja irgendwie in der letzten, vorletzten Folge schon erwähnt hatte. Man hat es halt akzeptiert. Alle so, weißt du, ich glaube, so die ersten Screenshots damals gab es dann so auf so einer Counter-Strike-Seite. So, hä? Eine Mod für Counter-Strike, damit du Shadow spielen kannst und Sonic und Co.? Nein, es ist ein eigenständiges Spiel oder so ein Dreck. Und alle so, hä? Sonic mit Waffen, hä? Und das war auch, glaube ich, das erste Sonic-Spiel, das ab 12 war. Halt, weil Shadow eine Waffe trug. Was ich immer noch so ein bisschen sehr fragwürdig fand, wieso, weshalb, warum mussten sie ihm unbedingt eine Waffe geben. Also ich finde persönlich, man hätte das Spiel auch gestalten können, einfach indem man eine Waffe weglässt. Shadow ist badass genug, da braucht er keine Waffe. Vielleicht bin ich da aber auch irgendwie ganz merkwürdig. Werden wir auf jeden Fall auch spielen, auch wenn ich da nicht ganz weiß, wie ich das Let's Play gestalten werde. Wenn wir da auch das richtige Ende halt sehen wollen und sowas, werde ich dann, wenn es dann soweit ist, dann halt auch nochmal erklären. Aber wann wir das spielen, weiß ich aktuell noch nicht. Ich weiß nur, dass wir es spielen. Wenn ihr es möchtet. Aber ich denke mal, ihr möchtet sowieso das, was ich möchte. Und wenn ich das halt möchte, dann machen wir das. Ne? Aber ich lasse immer zwischen den einzelnen Sonic-Spielen eigentlich immer viel Freiraum, bis halt das nächste dann kommt, um euch zu nerven, sozusagen. Aber ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen, der freut sich halt, wenn ich dann solche für mich persönlichen kleinen Nostalgie-Spiele spiele. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ich weiß ja auch nicht.